Ja, wir erinnern uns, im letzten Video hatten wir uns eine Sequenz am Rechner angeschaut, bei der wir in einen Funktionsgraphen immer weiter hereingezoomt sind. Und wir haben festgestellt, dass dieser Funktionsgraph, eigentlich eine Normalparabel, sich immer mehr in eine Gerade verwandelt hat. Natürlich nur scheinbar, das ist ein Effekt des Zooms. Aber man kann sich vorstellen, also eine solche Parabel, wenn man sehr, sehr tief da reinschaut, dann sieht das näherungsweise gerade aus. Das gleiche passiert auch mit unserer Erde. Wenn wir also mal an Apollo 17 denken, die Mission, die letzte Mission zum Mond, da haben die Astronauten eine wunderschöne Aufnahme gemacht, sogenannte Blue Dot-Aufnahme von unserer Erde. Und man sieht richtig schön den runden Horizont. Und als die Astronauten dann im Pazifik gewassert sind, haben sie nur noch einen geraden Horizont gesehen. Dieser Effekt ist also real. Das heißt, wir hatten da auch schon einen Zoom in sozusagen einen sehr kleinen Bereich der Erde. Und die Erdoberfläche, die kommt uns ja auch näherungsweise gerade vor. Und das ist eigentlich schon ein Grundkern oder der Grundkern der Differentialrechnung, nämlich dass bestimmte Funktionen die Eigenschaft haben, im sehr kleinen Bereich angenähert werden zu können durch ein geraden Stück. Und eine solche Gerade, die eine solche Annäherung bewerkstelligt, die nennt man eine Tangente. Und wir wollen jetzt in diesem Video uns mal ein bisschen genauer mit dem Begriff der Tangente beschäftigen und dafür zunächst mal den Begriff der Sekante einführen, der dafür notwendig ist. Wir schauen uns das hier mal an diesem Graphen. Wir haben also den Graphen einer Funktion f und was ich hier eingezeichnet habe, ist eine Gerade, also ein gerades Stück durch zwei Punkte der Funktion f. Nämlich, also der Graph der Funktion f ist dieser etwas grauere Graph hier. Und wir haben zwei Punkte, nämlich einmal den Punkt mit den Koordinaten x0 und f von x0. Das ist der erste Punkt, der ist also hier. Und wir haben den zweiten Punkt, der hat die Koordinaten x0 plus h und f von x0 plus h. H ist hierbei eine positive Zahl, die wir hier nicht näher spezifizieren. Das gleiche funktioniert übrigens auch, wenn h negativ ist, dann liegt der Punkt hier links von x0, ja, auf der x-Achse, sodass wir dann aber die gleiche Methode verwenden können, die wir jetzt hier im Video lernen. So, eine solche Gerade durch zwei Punkte eines Graphen nennt man eine Sekante. Und die Steigung der Sekante, die kann man sehr leicht ausrechnen, indem man das übliche Steigungsdreieck einzeichnet. Das ist das, was ich hier gemacht habe. Das ist also dieses rechtwinklige Dreieck hier. Und da erinnern wir uns aus der Mittelstufe, dass man hier dieses Stück dividiert durch dieses Stück, um die Steigung dieser Geraden hier, der Sekante, herauszubekommen. So, wie sieht also die Steigung der Sekante aus? Naja, dieses Stück hat die Länge f von x0 plus h minus f von x0. F von x0 plus h ist diese ganze Strecke und f von x0 ist diese Strecke, sodass diese Strecke, die ich hier mit der Klammer markiert habe, f von x0 plus h minus f von x0 ist. Die Länge dieser Strecke ist die Differenz aus x0 plus h und x0. x0 plus h ist diese gesamte Strecke, x0 ist diese Strecke und dann bleibt hier x0 plus h minus x0 über. Und das kann man noch ein bisschen einfacher schreiben als h. Ich habe hier diesen Differenzenquotienten mal so aufgeschrieben, wie er ursprünglich da stand, nämlich x0 plus h minus x0 im Nenner. Diese Klammer hier um x0 plus h ist algebraisch nicht notwendig. So, jetzt hebt sich hier x0 raus und es bleibt über f von x0 plus h minus f von x0 durch h. So, wenn man jetzt in diesem Punkt mit den Koordinaten x0 und f von x0 den Graphen der Funktion f annähern will durch eine Gerade, die also möglichst genau hier diesen Zoom wiedergibt, den wir im letzten Video gemacht haben, also diesen sehr, sehr kleinen Bereich hier annähert, dann müssen wir diesen Punkt auf diesen hier zulaufen lassen und die Sekante betrachten durch zwei Punkte, die eine immer kürzere Entfernung auf dem Graphen voneinander haben. Und das macht man, indem man das h
immer kleiner werden lässt. Wenn wir also h immer weiter verkleinern, nähern wir uns hier immer mehr x0. Und mit f von x0 plus h nähern wir uns immer mehr f von x0. Die mathematischen Grundlagen, die hinter diesem Verfahren stecken, nämlich der Grenzwertbegriff, wird Teil einer weiteren Videoreihe sein. Das soll jetzt hier in der Differentialrechnung einfach schon mal vorausgesetzt werden, dass das gilt. So, und dann bekommen wir als Grenzsekante sozusagen die Tangente, nämlich die Gerade, die eine Steigung hat, die der entspricht, die der Funktionsgraph hat. Natürlich muss man diese Steigung definieren. Die Steigung des Funktionsgraphen muss man definieren über diese Tangente. Und das macht man tatsächlich mit genau dieser Gleichung. Man lässt h gegen 0 streben und bildet dann den Limes für h gegen 0 von f von x0 plus h minus f von x0 geteilt durch h und nennt das die Steigung der Tangente. Und man definiert die Steigung des Funktionsgraphen über die Steigung dieser Tangente, die man mit Hilfe dieses Verfahrens findet. So, das sieht jetzt alles ein bisschen abstrakt aus, deswegen werden wir in den nächsten Videos uns ganz viele Beispielfunktionen anschauen und Tangentensteigungen berechnen in ganz bestimmten Punkten des Funktionsgraphen, um das Verfahren weiter zu veranschaulichen.